Ja, Luca Hollenstein, wieder eine wilde Partie mit dem EV Zug. Es gibt einen Sieg nach Penaltyschießen gegen Lugano. Sie haben draußen zugeschaut als zweiter Torhüter. Wie war's? Da waren doch wieder bei beiden Gegentoren Fehler mit dabei, wo man auf der Bank wahrscheinlich die Krise bekommt. Ja, es ist jetzt in den letzten drei Spielen schon ein bisschen Thema gewesen, Defensivzone. Aber ich würde sagen, heute ist sicher eine Steigerung gesehen im Vergleich zu den anderen zwei Matches, die wir vorher gespielt haben. Und ja, ist logisch, man hat immer noch Verbesserungspotenzial, aber es braucht jetzt ein bisschen Zeit und dann kommt das gut. Ihre Situation, Sie sind die Nummer 2 hinter Cennoni. Es gibt, glaube ich, Schlimmeres von so einem zu lernen. Auf der anderen Seite fehlt natürlich ein bisschen die Spielpraxis. Der U20-Nationaltrainer, Dirio, ist im Studio. Was können Sie dem mitgeben, dass Sie doch sagen, ja, ich spiele zwar nicht so viel, aber Herr Patalini, hier ist einer, der will U20 spielen und will es gut spielen. Wie du schon gesagt hast, es gibt Schlimmeres, als von Leonardo Cennoni zu lernen. Ich meine, aus meiner Sicht und aus vielen anderen Sicht ist er wahrscheinlich der beste Goalie in der ganzen Schweiz. Und ja, ich lerne sehr viel im Training von ihm und nehme das natürlich auch mit für das Spiel. Und ja, ich schaue jetzt, nehme so viele Nationalspiele, wie ich kriege, schaue, dass ich das Beste daraus mache und sonst werde ich sicher eine Spielpraxis in der Swiss League holen. Dann alles Gute dafür. Dankeschön. Danke auch.